Was? Da, ach, da war ein Geist! Nein! Oh, das war der falsche Sprung. Ah, das ist cool gemacht. Auf jeden Fall. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Hey Leute, was geht? Keine Beispiel-Maps und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Willkommen zu einer Adventure-Obi. Diese Obi nennt sich Escape the Scientist. Also wir müssen vor einem Wissenschaftler entkommen. Warum? Wieso? Keine Ahnung. Wir fangen einfach mal erstmal an. So, wir sind hier in einem schönen Dorf. Okay. Es gibt eine Burg. Das erinnert mich ein bisschen an Super Mario 64. Da kommt man auch aus der Röhre. Ist dann vor dem Schloss von Peach. Und irgendwie erinnert mich das sehr stark daran. Okay, es gibt hier versteckte Sachen. Okay, wir müssen die Chatblase hier klicken. Help! My red diamond worth million was stolen. I believe it was the evil town scientist. Okay, Millionen wurden anscheinend geklaut. Hey, psst, I have some secret items. Don't tell anyone, but they will help you a lot. Okay, ja, nee, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Ich denke, wir gehen direkt rein und gucken, was die Obi so für uns... Das ist 1:1 wie bei Super Mario 64. So I set up a transportation system that follows the exact footsteps where the scientist went. Okay. Okay, muss ich jetzt hier rein? Hey, loading Mushroom Hills. Das ist einfach 1:1 wie bei Super Mario 64. Aber es ist sehr gut. Where go on now? I'll meet you. Ja, super cool. Also guckt euch mal diese Obi an. Also das ist mal eine richtige Adventure Obi. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also das sind so richtige Hindernisse. Das ist wie so ein richtiges Spiel schon fast. Ja gut, es ist ein Spiel, aber ihr wisst schon, was ich meine. Es sieht wirklich aus wie bei Super Mario. Okay, dann versuchen wir mal hier zu entkommen. Beziehungsweise diese Levels zu überstehen. Aber es sieht gut aus. Okay. Desert Park. Oh, schön. Okay. Oh, hier ist Treibsand. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube, da dürfen wir nicht reinfallen. Sondern wir müssen wirklich sehr, sehr vorsichtig bei dieser Obi sein. Mittlerweile muss ich ja sagen, dass wir fast schon alle Obis, natürlich nicht alle, aber schon sehr, sehr viele Obis bei Roblox haben, gespielt haben. Sei es alleine oder mit Nina zusammen. Aber so eine coole Obi habe ich selten gesehen. Dann könnten sich alle mal ein Beispiel nehmen. Okay, jetzt wird es ein bisschen schwierig. Okay, wir gehen hier rüber. Okay, oh, ich glaube die Schlangen. Darf ich nicht berühren. Okay, wir sind in der Pyramide. Es ist wirklich sehr, sehr ähnlich zu Super Mario 64 oder auch andere Jump'n'Run Spiele. Sind ja viele, so muss man auch ehrlicherweise sagen. Okay. Ah, cool, ein Rätsel, ein Rätsel. Also erst der Vogel, dann der Fluss, dann die Schnecke und dann, glaube ich, das Labyrinth. Okay, so, so. Oh, das ist richtig cool. Das gefällt mir richtig gut. Okay, ist das der Checkpoint? Ah, okay, die kommen hier raus, verstehe. Wir müssen uns aber wahrscheinlich beeilen. Okay. Gehen sie wieder runter? Ja, sie gehen wieder runter. Okay. Oh, hier ist noch jemand. Oh Gott. Nein! Was ist das denn? Muss ich wirklich ziemlich vorsichtig sein. Okay, er will irgendwie... Ah, das ist hier von dieser Wand, ne? Oh ja, das war ein bisschen zu früh. Kennt ihr das Spiel? Ihr wisst doch, welches ich meine. Don't be crushed by a wall oder irgendwie sowas. Haben wir auch schon gespielt. Scheint davon zu sein. Okay, wir warten jetzt kurz. Kurz. Der Kurs ist auch richtig. Ein Labyrinth. Okay, jetzt wird's schwierig. Jetzt wird's ziemlich schwierig. Hier könnte es etwas länger dauern. Ob ich hier wohl jemals rauskomme, das wird schwierig. Das wird sogar sehr schwierig.
Advanced Drone was hier. Okay. Oh, ein Schlüssel. Okay, den werden wir wahrscheinlich brauchen, den Schlüssel. Für den Ausgang. Es wäre natürlich jetzt mies gewesen, hätten wir den Ausgang gefunden und wir hätten keinen Schlüssel. Zumindest haben wir den Schlüssel. Und da hinten ist anscheinend auch der Ausgang. Glaube ich zumindest. Okay. Doch nicht? Ich habe hier einen Schlüssel, aber wir kommen hier nicht weiter. Ist das vielleicht, gibt es vielleicht noch eine andere Tür? Ich möchte die Stage eigentlich auch nicht skippen. Aber ich habe keine andere Tür bisher gefunden. Deswegen muss es die ja eigentlich sein, oder? Nein, das muss die Tür sein. Das muss die Tür sein. Es gibt keinen anderen Ausweg. Nein, es gibt keinen anderen Ausweg. Das muss die Tür sein. Aber wir kommen irgendwie nicht raus. Das ist natürlich blöd, dass man hier jetzt nicht rauskommt. Ja, gut. Ah, guck, das geht auch nicht. Wir kommen hier nicht weiter. Oh nein. Ach doch, warte. Hier anscheinend. Ah, okay. Ja, das war. Ah, okay. Gut, dass wir es nicht gekauft haben. Jetzt wird es kalt. Ah, das passt doch hier. Weihnachtlich. Finde ich richtig schön. Finde ich richtig schön. Mit Pinguin. Und hier alles schön. Wir sind vielleicht beim Nordpol. Okay, so jetzt müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Oh, da wirft auch jemand Schneebälle. Da müssen wir ganz vorsichtig sein, Leute. Rüber. Hier auch. Da auch. Da auch. Sehr gut. Oh, was machen die denn hier? Schlittschuhfahren? Auf dem Eis? Wahrscheinlich. Okay, oh, jetzt hier. Das erinnert mich auch ein bisschen an Wipeout. Okay, ich warte einfach hier kurz. An so viel erinnert mich das. Okay. Schon einiges hier gesehen. Oh, jetzt wird's richtig. Oh, das erinnert mich an Super Mario 3D World. Ja, ja. Schöne Grüße gehen raus an Domtendo. Da schaue ich mir immer die ganzen Let's Plays an. Ich weiß, der wird das hier nicht sehen, aber trotzdem. Es gibt bestimmt einige von euch, die auch Domtendo schauen. Und das erinnert mich sehr stark an Super Mario 3D World. Ein etwas älteres Let's Play. Aber mein Lieblings-Let's Play. Das schaue ich immer wieder eigentlich. Okay, wir müssen, glaube ich, hier runter. Also ist klar, die Inspiration wurde sich bei Super Mario geholt, bei verschiedenen Spielen. Das ist ganz klar. Okay, jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein. Oh Gott. Schaffe ich's? Yes! Dann geht's hier hoch. Die Welt sieht einfach so optisch so schön aus. Es könnte ein eigenes Spiel schon sein. Also hätte man hierfür gezahlt, finde ich das gar nicht so schlimm. Das war knapp. Das ist ja schon ein eigenes Spiel. Okay. Oh, wir sind auf einem Friedhof. Sieht aber ziemlich cool aus. Sieht wirklich ziemlich cool aus hier bei den Geistern. Find the red. It's in a different location every time. Okay. Wie? Ich hab den aber jetzt nicht gefunden. Was? Müssen wir jetzt nochmal zurück? Oder ist das da hinten? Oh, jetzt habe ich das hier. Oh! Ach so, ach, hier ist das. Okay, ich dachte, man könnte da nicht durchgehen. Jetzt ist die Frage hier beim Friedhof. Muss ich hier irgendwo rein oder? Das ist Gruselhaus. Ah, ich glaube, da hinten habe ich ihn. Ja, ich habe ihn gefunden.
Okay. Ich habe den roten Schlüssel. Anscheinend für das Gruselhaus, gehe ich mal von aus, oder? Ja, es sieht für mich nach einem Gruselhaus aus. Oder was meint ihr, Leute? Ich finde schon. Ich finde schon. Es wird wahrscheinlich ein bisschen gruseliger. Könnte auch eine Story sein. Haunted Mansion, ja. Das war ja klar. Okay, Tür 1 müssen wir wahrscheinlich erst durch. Ich glaube, das Super Mario 64 Level war genauso. Also man musste erst durch eine Tür, dann durch eine zweite, dann durch eine dritte. Hier ist das Labyrinth jetzt erstmal. Ich hoffe, hier sind jetzt nicht irgendwelche Geister unterwegs. Darauf hätte ich jetzt gar keine Lust. Okay, hier kommen wir hoffentlich raus. Okay, die zweite Tür ist frei, heißt es. Okay. Wenn es jetzt jedes Mal ein Labyrinth ist, finde ich es ein bisschen langweilig. Sollte ein bisschen was anderes sein. Aber ich will noch nichts sagen. Oh, okay. Gut. Okay, oh, hier muss man jetzt auch vorsichtig sein. Was? Da war ein Geist! Das habe ich nicht gesehen. Also da lang sollte ich nicht, sondern hier lang. Okay. Achso, es gibt zwei verschiedene Wege. Okay, Tür Nummer 3 haben wir jetzt auch freigeschaltet. Gut. Guck mal, wie viele Stages wir schon haben. Ja, das ist ein richtiger Abenteuer-Obi, sage ich euch. Spinnen, riesige Spinnen und Schleim. Okay, das kennen wir natürlich. Diesmal war ich richtig unterwegs. Ja, sehr gut. Aber dieser Obi gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Was das mit einem verrückten Wissenschaftler zu tun hat, keine Ahnung. Vielleicht werden wir hier durch jede Welt geschickt. Vielleicht ist das der Anteil vom verrückten Wissenschaftler. Okay, muss ich darauf irgendwie achten? Oh nein, ich war zu weit. Oh, ich war zu weit! Aber das ist cool gemacht. Auf jeden Fall. Ich bin so blöd. Boah, das war knapp. Okay, was muss ich jetzt hier machen? Muss ich über die weißen Dinger? Okay, anscheinend schon. Okay. Das sollte hoffentlich easy sein. Wow, cooles Konzept, muss ich sagen. Sehr cooles Konzept. Das haben wir schon bei der Troll-Obi gesehen. Das war wie so ein Rätsel jetzt, ne? So, wir sind bei Tür Nummer 5 angekommen und das sieht irgendwie gruselig aus, aber auch irgendwie nicht. Okay, wir sind, glaube ich, raus. Wir sind irgendwo bei einer Vulkaninsel. Oh, und da ist, glaube ich, das Schloss. Ja. Okay, was ist es? You made it. This place is huge. If you look around, you'll see his castle. Wow, he made a big castle. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich hier. Sehr gut. Okay, auch das haben wir hinbekommen. Überall Lava. Okay, wir haben es hinbekommen. Hier ein bisschen vorsichtig sein, wahrscheinlich mit der Lavakugel. Ja. Ich liebe diese Obi. Ja, irgendwas stimmt mit dem Wissenschaftler nicht. Ja gut, er wollte halt Geld haben, ne? Ist halt manchmal so. Okay. Sehr gut. Muss wahrscheinlich hier rein. Nein!
Nein! Oh, das war der falsche Sprung. Das war der falsche Sprung. Komm, wir sind schon bei Stage 44 und es geht immer noch weiter. Okay, wir haben es geschafft. Zumindest bis hierhin. Auch hier haben wir es geschafft. Okay, wie sieht es jetzt hier aus? Okay, die grünen Flächen. Oh, okay. Wahrscheinlich von links nach rechts springen. Okay, hier hoch. Das ist eine so coole Obi, Leute. Hat sich endlich mal einer Gedanken gemacht. Aber so richtig. So, da ist das Schloss. So. Sieht schon böse aus. Auch von den Texturen und so. Das ist ziemlich gut. Also, das wird lange gedauert haben. Boss Castle. Okay. Hier ist der Boss. Okay, okay. Hier muss ich vorsichtig sein. Geschafft. Okay. Muss ich vorsichtig sein. Den heißen Kugeln. Okay, willkommen zum Boss, Leute. Oh, es wird schwierig. Okay, destroy the power cells to deactivate the force fields. Diamonds are waiting for you on the other side. Okay, das ist er, glaube ich. Der verrückte Wissenschaftler. Okay, ich muss hier nach links und rechts kommen, irgendwie sagt er. Oh, wow, 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 ich werde langsam. Okay, das ist schon mal... Muss aber vorsichtig sein. Okay, ich muss erst die hier alle kaputt machen. Ich springe hier die ganze Zeit rum, damit er mich nicht erwischt. Okay, und jetzt? Ah, okay, ich habe ein Schwert. Na los! Ja, ich kann ruhig langsamer werden, aber dich werde ich erwischen. Ja, ist cool, dass es auch so einen Bossfight hier gibt. Okay, wir können zum Diamanten, ne? Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! Yay! Wir haben den Diamanten. So, jetzt gibt es hier... My Diamond, thank you so much, Traveler. As a reward, I give you a badge to honor your bravery. Ja, danke schön. Das ist hier, ja, auch wieder Super Mario. Regenbogen Boulevard so. Ne? Der Regenbogenweg am Ende eines Spiels. Da kann man noch ganz viele Punkte bekommen. Und was bekommen wir hier? Nach diesem Entkommen... Wir haben es geschafft. Thank you again. I can't thank you enough. Oh, cool. Wir haben es also geschafft, Leute. Wir haben diese Abenteuer-Obi geschafft. Wenn es euch Spaß gemacht hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.